Was geht, Leute? Willkommen zu Part Nummer 47 und dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Oh, was ist denn da für Probleme? Ah, Boateng ist verletzt. Ist nicht so gut. Wollen wir mal Neustädter spielen lassen? Genau. Ja, die letzten vier Spiele sind eigentlich komplett unnötig für uns. Okay. Ich soll den auch runternehmen. Aus dem Kader, beziehungsweise so gesagt. Ich sehe die vier Spiele jetzt mal als Testspiel für das Pokal- und Champions League-Finale. Was uns ja glücklicherweise gelungen ist, in beiden Pokalwettbewerben weiterzukommen. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht Tündeler zum Torschützenkönig hochbringen können. Stuttgart mit dem ersten Angriff und der ersten Chance, aber Fährmann ist ganz, ganz sicher im Tor. Viel zu schwach. Schön gemacht von Meier. Kommt da schön am Verteidiger vorbei, gibt jetzt Gas, kommt wieder am Verteidiger vorbei und kriegt jetzt noch den Freistoß. Ah, 34 Meter ist ein bisschen zu weit weg. Hackespitze 1, 2, 3. Vielleicht jetzt auch noch nicht so angebracht. Schön auf Meier. Kommt durch. Ah. Ah, da war der Torhüter noch draußen. Ah, Meier hat einfach so eine gute Ballbehandlung. Ah, schade. Der Pass zu Traxler ist nicht durchgekommen. Boah! Das wohl mit schönste Gegentor, was ich hier erhalten habe. Oh, Christian Gentner hat da mal einen rausgehauen. Stuttgart spielt gleich aufs zweite Tor. Die wollen unbedingt ins internationale Geschäft. Und jetzt wieder mal Meier. Ah, kommt diesmal nicht vorbei. Gut gemacht für den Verfahren.
Der steckt gut durch auf Hündela. Wow. Ja, war gerade ganz große Hektik im Strafraum von Stuttgart, die wir leider nicht nutzen konnten. Stuttgart komponiert sich ja schön durch. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Jetzt vielleicht mal Traxler, ich glaube der erste Ballkontakt von ihm. Er schafft es arg, holt wenigstens den Freistoß raus. Okay, was ist jetzt los? Keine Ahnung, was jetzt gepfiffen worden ist. Aber wir kommen einfach nicht durch. Jetzt mal Meier wie. Nee, also. Jetzt pfeift der Schiri aber extrem kleinlich. Wir haben extrem wenig Ballbesitz. Also läuft gar nicht gut für uns. Man muss auch sagen, Stuttgart verteidigt richtig gut. Boah. Erste richtige Torschuss im Spiel. Beziehungsweise klappt überhaupt der erste. Da hat nicht viel gefehlt für uns. Stuttgart bestraft gerade jeden Fehler von uns und jetzt fast mit dem 2 zu 0. Also ist alles andere als gut, was wir derzeit in der Hintermannschaft präsentieren. Ah, da war Hündelein nicht schnell genug. Ja, Halbzeitpfiff, liegen 1-0 zurück. Kann man fast sagen, glücklicherweise nur 1-0. Stuttgart derzeit die viel bessere Mannschaft. Ich kann nicht verstehen, was derzeit gerade bei uns los ist, ob die Spieler schon alle abschalten. Kommt die Flanke? Kommt nicht gut durch. Oh. Kolasinac mit einer Balleroberung. Oh. Jetzt sowas wird natürlich nicht gepfiffen. Boah. Ah, der hätte ich glaube eher versuchen sollen, den Ball noch mal richtig anzunehmen. Die Schüsse gehen einfach nicht aufs Tor heute. Das ist wie verhext irgendwie.
Heizmeier. Ah, Hündeler braucht viel zu lange, um mit dem Ball irgendwas zu an, halt irgendwas anzustellen. Boah. Was ist da nur los? Also die Spiele sind irgendwie viel zu langsam, überhaupt irgendwie hier mal richtig was anzustellen. Boah. Ne, wir müssen unbedingt was ändern im Spiel. Hindeler hat halt gar nichts gerissen. Bringen wir mal Avdija rein. Vielleicht wird er ja auch noch Torschützenkönig. Wenn wir überhaupt noch mal ein Tor hier schießen. Meier. Aber sofort Stuttgart wieder richtig gut in der Verteidigung. Also ich glaube, das ist mit das schlechteste Saisonspiel von mir. Schade, hat Afrika eine richtig gute Torchance gehabt. Aber was macht denn Goretzka? Also ich kann mir nicht erklären, was heute mit den Spielern los ist. Dass hier so gar nichts zusammenläuft, dass die immer in den Zweikämpfen zu spät sind. Oh, jetzt vielleicht mal. Oh, was war das denn? Also langsam wird es richtig lächerlich. Also wir können jetzt fast zum Glück sagen, dass wir nicht mehr als ein Gegentor bekommen haben. Aber was nach vorne irgendwie nicht. Also pff, es läuft halt gar nicht zusammen. Ja. Also verstehst halt wirklich nicht. Ist ja nicht so, dass Stuttgart die übelste übertriebene Mannschaft wäre. Meine Spieler waren eigentlich alle komplett fit. Aber jetzt. Nein. Oh, noch nicht mal sowas geht rein. Boah, und Kaan Ayhan mit dem 1 zu 1 in der 89. Minute, nachdem Goretzka einen wunderschönen Pass gespielt hat. Kaan Ayhan mit seinem dritten Saisontor. Ja, Max Meyer mit einer Zerrung. Oh, jetzt wunderschöner Pass auf Avdija. Nein, er macht es nicht. Allein vom Torhüter. Aber jetzt nochmal die Chance. Vielleicht. Ah. Depay stellt sich ganz dumm an. Er hat damit der Schlusspfiff und 1 zu 1. Ja, es lief halt extrem wenig zusammen dieses Spiel.
Ich hoffe, dass die nächsten jetzt nochmal besser werden, bevor es dann in die heiße Phase des Endspurts in der Saison losgeht mit den Pokalfinalen. Ja, Kirchhoff ist mir egal. So, Scouting-Bericht. Wollen wir mal gucken, ob wir eventuell hier noch ein Juwel dabei haben. Nee, leider nicht. Schade. So, das nächste Spiel wird dann gegen den ersten FC Köln sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben da lassen und kommentieren und abonnieren und ja, euch freuen, dass bald dann die nächste Folge wiederkommt, gegen Köln dann. Also bis dann, euer MCO.